Ja, entschuldigt bitte die kleinen technischen Schwierigkeiten. Auf jeden Fall sind wir wieder da. Wieder hier drüben. Warum auch immer. Und müssen nochmal fix dahin. Auf jeden Fall sind wir wieder da. Lädst du mich Ja, kurz mach ich. wieder ein, bitte? Ah, ich komme, glaube ich, zu dir. Oder auch nicht. Ja, was mache ich denn hier? Ja. Es ist merkwürdig. Manchmal ist es merkwürdig. So. Bleib, wo du bist. Ich bin geiler. So. Läuft es? Es läuft. So. Hat sie das? Die gehörnte Frau ist die Dämonin Lilith. Ah. Nein, das kann nicht sein. Meine Mutter hat mir diesen Namen gesagt. Ihr sprecht von der Tochter des Hasses. Hat Prava mich erwähnt? Sie war doch nicht wütend, oder? Hier steht mehr auf dem Spiel als eure Stelle. Ach, kommt schon. Bringen wir es hinter uns. Ja. Hinein. Verdammte Winde lässt sich nicht bewegen. Wir müssen zu Fuß gehen. Wiedersehen. Passt Winde auf! Lässt sich bewegen. Wir gehen zu Fuß, hat er gesagt. Hey, das ist der Anhänger meiner Mutter an eurem Handgelenk. Er gehört jetzt mir, Mädchen. Eure Mutter gab ihn mir, als ich sie und ihre Begleiterin ziehen ließ. Schnell, rettet den ganzen Loot. Rettet den ganzen Loot. Bleib dicht bei mir. Ein persönlicher Sportschritt. Ach ne, Fortschritt. Die alte Mine. Genau, alte Mine, böses Spiel. Was ist jetzt so alt an der Mine? Und meine Mutter die ganze Zeit über in Liliths Obhut lassen? Nein, ich gehe weiter. Sie gehen weiter. Einfach keine Richtung. Hat sie gesagt. Scheibe an die verkehrte Richtung. Ja. So. Die Balken sind zu alt. Sie zittern wie Herbstlaub. Das liegt wirklich an den Balken, die zu alt sind. Mir fehlt das nötige Mana. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Merkst du die Erschütterung? Hey, Erschütterung gemacht. Ich habe kein Mana mehr. Das ist wie Paladin, oder? Was ist dort? Angstbarriere? Das hat nichts mit Angst zu tun, das ist einfach nur Sicherheit.
Es geht einfach nur darum, dass ich meine Mitstreiter keine Sorgen um mich machen möchte. Was ist denn überhaupt so besonders an diesem Ort? Was würde Lilith hier wollen? Ich habe keine Ahnung. Prava sagt uns nichts. Niemand geht hinein, gut. Nichts kommt heraus. Das ist alles. Cool. So. Eine Tür, eine ganz eine tolle Tür. Kein Aufzug. Die Blockade muss sich weiter unten befinden. Ich muss auf meine Verbündeten warten. Was sind das? Bitte. Versperrt. Hier drüben. Ich kann mich zur anderen Seite durchquetschen. Wartet. Und weg ist sie. Es nahen Gegner. Es gibt kein Entkommen. Diesmal kommt der Kampf zu uns. Ich habe kaum noch Mana. Öffne diese Tür, Mädchen! Ich hab's! Ich hab Angst! Nicht. Mir fehlt das nötige Mana. Du bist hingefallen, noch der arme Mann. Komm hoch. Ja. Das ist auch nicht mehr der Jüngste, dieser Magus. Sehr geistesgegenwärtig. Mann, der ist ja überall, der Magus. Ich muss ja ganz schnell auf die Untermeilen gehen. Ja. Warum sollte eure Mutter? Wenn es ja sammelt, so viel Portemonnaie. Das würde sie nicht tun. Mhm. Oder sie hätte es nicht tun sollen. Ich bin sicher, sie hatte einen guten Grund. Ein ganz toller Magier bin ich. Schon wieder kein Mana. LOL! Ganz du. Was? Ganz doofer Bobball. Micho. Die verdammte Mine stürzt ein. Der Happy hat in der Leiche vorbeigeschoben. Mir fehlt das nötige Mana. Nein, gib's mir. Nein. Doch, ich will's haben. Kann ich uns die Fenster rauswerfen? Ah, kein solle Mädchen, ich bin. Ich habe kein Mana mehr. Mein Spitzname Elsa ist. Ich werde hier nichts sterben. Au, 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 au. Let it go. Hier drüben, eine Öffnung. Los! Eine Öffnung, los! Alle auf Flutsch. Gut, dass wir jetzt alles geschafft haben. Der Tunnel ist geschlossen. Ohne Winde sitzen wir hier fest. Seht! Da ist sie. Gut. Wer ist wo? Wo rennt sie wieder hin? Weiß ich da nicht. Diese Statue. Das ist sie. Wie ich sie gesehen habe. Lilith. Wir müssen meine Mutter finden. Ja, wir sind ja schon unterwegs.
Bruch. Gestolpert. Ich muss mal kurz hier meine Items überprüfen. An der ersten Leiterstufe hängen geblieben oder gefallen. Ja, wundert mich nicht. Oh, nicht besonders gut. Ich habe 4 Questherzen einstecken. Kein so tolles Questherz, das du einstecken. Hier drüben, die Winde. Die Winde, jawohl. Endlich. Und windet sie sich der Fluchtgefährt. Hm. Ah, unser Fluchtgefährt. Getötet. Was ist geschehen? Wusch. Wir brauchen Verstärkung. Wir brauchen Verstärkung. Nein, wir... Was war das? Okay, ich das kam von jenseits des Tors. Das kam von jenseits des Tors, hat sie gesagt. Naja, da kommt es von jenseits des Tors. Wenn sie das gesagt hat. Klopf, klopf. Aufmachen, Lumpfhahn, du. Ich glaube nicht. Nein. Die Eskorte. Sie sind alle tot. Gut. Da drüben. Grüße. Eine Frau. Vigo, es war eine der Frauen, die ihr geschickt habt. Nur, dass sie kein Mensch war. Sie war ein Dämon. Wie die Statue. Sie behauptete, die Mutter Sanctuarius zu sein. Es war ein verdammtes Blutbad. Die andere Frau, Vennard, wo ist sie? Sie flehte um ihr Leben. Lilith verschonte sie, führte sie tiefer hinein. Gebt auf, Mädchen. Sie ist verloren. Vigo, ihr müsst mir zuhören. Stahl hat nichts genützt. Zauber, Gebet. Alles nutzlos. Geht nach Kovala. Erzählt es Brava. Alarmiert die Armee. Den Vater. Das Böse selbst. Kommt auf Sanctuario zu. Tut es für mich. Er ist tot. Ich bin verloren. Episch war Mutter eben gesagt, dieser Tant würde Glück bringen. Und ich habe ihr auch noch vertraut. Sie hat euch damit bestochen, oder? Ihr hättet sie überhaupt nicht durchlassen dürfen. Aber es ist noch nicht zu spät. Sie kann noch gerettet werden. Nicht von mir. Natürlich kann sie noch gerettet nicht werden. Mehr. Warum sind wir denn sonst unterwegs oder hin? Brava wird wissen, was zu tun ist. Ihr verlasst uns? Lasst sie im Stich? Da gibt es nichts mehr im Stich zu lassen. Sie ist so gut wie tot. Tut mir leid, Mädchen. Er hat uns wirklich einfach verlassen. Ganz toll. Wo will er hin? Jetzt liegt es an uns. Ganz episch. Und wir müssen natürlich wieder rüberspringen. Eigentlich da. Wusch. Lilith, kann ganz episch. Excuse me. Weil der komische Soldat, was welcher hat das erkannt, was alle anderen noch 30 von. Wir sind verloren. Du warst schon wieder weg. Wie eure Gedanken rasen. Ich war schon wieder. Ja. Ich bin weg. Lilith. Mutter von Sanctuario. Tochter des Hasses. Ich habe, was ihr sucht. Ihr dürstet nach Wissen. Ihr habt auf der Suche danach euer Kind durch ganz Sanctuario gezerrt. Nein, ich habe sie gelehrt, wie man überlebt. Ist es das, was ihr glauben wollt? Macht euch nichts vor. Ihr habt Fragen. Ich habe Antworten. Ich kenne das Gefüge des Kosmos. Alles, was ich gelesen habe, warnte mich vor euch. Ihr habt so viel gelesen. Und doch wisst ihr so wenig.
Nehmt ihr mein Angebot an? Ich weiß nicht. Lasst ihr es mich versuchen? Ich will es versuchen. Eure Mutter ist am Leben. Sie kam mit Lilith hierher. Wie könnt ihr euch da sicher sein? Oh. Manchmal sehe ich Visionen der Vergangenheit. Ich habe sie gesehen. Was? Wie? Liliths Blüten. Ihr Blut wurde mir einst verabreicht. Verkehrter Knopf. Ich will dich ja auch so gar nicht kritisieren, ne? Aber. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. So. Ich habe kaum noch Mana. Oh, ich muss ja sagen, ein ganz schön geiles Farming-Simulator-Addon hast du gefunden. Hab ich? Mhm. Wieso? Hm, weil du Farming-Simulator streamst. Ist ja geil. Entschuldigung, muss ja auch mal gesagt werden. Woher soll ich das denn riechen? Kommt er da auch immer nicht hin? So. Arsch. Ja, nein. Nichts. Blitz. Blitz. Ich glaube, wir müssen hier runter. Ja, wir müssen. Wir können aber den Ausguck mitnehmen. Ja, hier geht es. Na, lassen? Du stehst drauf, ich kann die ausrufen, geh mit dir. Ich steh drauf. Ja, du stehst drauf, ich kann den Ausguck nicht mitnehmen. Dann mach doch. Nö, geht nicht. Ich steh. Wo mach ich mal. Ich steh auf so einen Scheiß. Kommst du mir jetzt her? So was? Komm schon, Typ. So merkwürdig. Jetzt stell dir mal vor. Ich fang dich. Ich bin nur Leichtgewicht. Dort. Du mit deinen 80.000 Waffen am Rücken. Ja, die Waffen sind das Gewicht. Das hast du richtig erkannt. Ja, was soll's denn sonst? Ja, das hab ich sehr gut beobachtet. Was soll's denn sonst sein? So neugierig. Ihr wollt wissen, warum ihr verschont wurde? Ja. Vertraut ihr mir? Ich möchte es. Das kann auch sein. Gut. Für den Moment müsst ihr nur wissen, dass wir meinen Sohn treffen werden. Ratma! Den ersten Totenbeschwörer. Das ist er. Und vieles mehr. Er ist der Schlüssel für mein Vorhaben. Warte mal, wer der erste Totenbeschwörer ist. Es klingt, als würden sie nach Liliths Sohn Ratma suchen. Mutter, was denkt ihr? Ein ganz schön toller Neko. Ratma, wer der erste Beschwörer ist. Mir fehlt das nötige Mana. Hat nicht gut geratet. Hab ich gut geraten, ja, ich weiß. Ja, jetzt ich weiß. Ratma.
ist. Mir fehlt das nötige Mana. Aber da bin ich auch Kopf. Ein großartiger Zuklopfer bist du. Zuklopfer? Fleischdrescher, sowas habe ich auch in der Schublade. Ne, sind Fleischklopfer. Ich bin Strescher. Die Mobs sind noch nicht mal ins Richtweite, die kriegen schon einen Blitz auf. In dein Blitzgesicht, genau. Komm her! Voll auf die Mütze! Irgendwie sehen die ein bisschen verkohlt aus, kann das sein? Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich habe kein Mana mehr. Wieder versperrt. Wieder versperrt. Dass wir kommen. Guck, oh, aus Osaka. Wo gerade? Ja. Oh, Hunde fallen. Gegrillt. Ihr habt eure Furcht überwunden. Doch ich spüre noch euren Schmerz. Ihr vermisst eure Tochter. Mein Vögelchen, sie hat sicher furchtbare Angst. Geht oder bleibt. Es ist Zeit, sich zu entscheiden. Ich habe sie gut ausgebildet. Sie ist ein gutes Kind. Stark. Sie wird zurechtkommen. Sie. Ihr habt eine weise Wahl getroffen, mein Kind. Um zu Ratma zu gelangen, müssen wir den See am Fuße dieser Ruinen überqueren. Das erfordert ein Ritual. Ich bringe es euch bei. Wie ihr wünscht, Mutter. Gut, ihr seid bereit für die erste Lektion. Blut ist der Schlüssel. Was habt ihr diesmal gesehen? Ihr müsst mich nicht schonen. Sagt es mir. Lilith hat vor, eurer Mutter ein Ritual beizubringen. Eines, das Blut erfordert. Eure Mutter wirkte empfänglich. Mhm. Wir müssen zu ihnen. Folge 4, Nerels Beschützer. Also ich.
schon okay, lass gesehen. Alles raus. Hab ich gesehen, explodiert ist er. Ist er explodiert. Ja, ich hab's gesehen, das war natürlich Selbstentzündung und Schiss. Mir fehlt das nötige Mana. Was suchst du denn hier gerade da unten? Was denn hier gerade sucht? Oh. Na, ihre Mama? Ja, das meine ich jetzt nicht. Die hat doch so auf dem Fuß. Was hat die mir auf den Fuß geguckt? Die hat mir auf den Fuß geguckt. Glaube ich nicht, Jim. Ich bin Horst. Weil du brauchst ja nicht der Fuß. Klatsch. Meinst du mal ein übertrieben richtig großes Bein? Also ich würde ja sagen die Axt, aber naja, das Bein fällt auf. Hast du das gesehen? Der hat sich mit hat mich mit seinem riesigen Hammer hat er mich gehauen. Das kann nicht wahr sein. Oh, jetzt beschwerst du dich in den nächsten Gegner und Abend findest du wieder drum. Nein. Ja, ist auch toll flach gelegt. Ja, hast du das gesehen? Oh, Klatsch. Scheiße, ich ausgewichen. Ich bin nicht zur Seite gesprungen, wo ich mit meinem riesigen Stab ausgeholt habe. Natürlich hättest du das. Gott sei Dank war Max wieder bei uns. Ja, ich war ja total verloren. Ui, Mensch, das war ein 2000er Glückstreffer. Nett. Ja, ich war ja total verloren. Gibt es eigentlich irgendwas Interessantes? Nein. 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 Doch. Doch. Einen ganz tollen neuen Brustschuss habe ich. Super. Ja, klar. Gut. Alles klar. Was hast du gesagt? Ja, nix so gut, ich bin verkehrt gelaufen. Geh ruhig weiter. Ja, natürlich. Oh, ein Tor. Diese Barriere. Ah. Mit einer uralten Magierin. Genau. Ich glaube, ich kann. Öffne bitte das Tor, Nerell. Hokus Pokus Schweiner, das ist Katze. Wer du? Fokus, Fokus, ich sitze im Bus, so wie es heißt. Du hast mir nicht irgendwelche Hämmer auf den Kopf zu hauen. Hä? Sag weg, also. Wenn du mir nochmal so ein Ding in. Dann aber. Lauf ich vor zum Essen. Mal auf Eis. Ja, ich habe es geschafft. Kann ich hier ein Stückchen aushacken? Magst du ein Stückchen haben? Kriegst du. ein ganz ein toller Zermalmer bist du. Was hat denn dein Papa da am Mund? Ein Stückchen gefrorenen Dämon.
Ein ganz elektrogewohnter Dämon. Er hat mich was mit dem Herzen, da muss ich hier und da mal auf dem Eislauf rumkauen. Ah, okay. So, ein klagendes Ufer. Mir tut der Fuß so weh. Die Rüstung ist so schwer. Genug. Der Stab schlägt auf. Nie genug Blut. Ich hab nie genug Blut. Ich bin von Sanctuarium, Mutter. Da ist sie. Ja. Ich bin immer nicht wütend genug. Nicht genug Blut. Mirel. Du kommst gerade rechtzeitig. Hinter diesem See liegt die Nekropole der Erstgeborenen, ein Hort der Magie und des Wissens. Ich habe Lilith den Weg geöffnet, doch konnte sie nicht begleiten. Mir fehlt das göttliche Element, verstehst du? Nicht? Doch ich kann es finden. Ich bin so nah dran. Ich brauche nur... Mutter, hör auf! Sieh nur, was Lilith dir angetan hat. Du schreibst mit deinem eigenen Blut. Mein kleines Vögelchen, sie hat mich erweckt. Sie hat mir Dinge gezeigt. Dinge, die ich nicht... Geil, wissen wir, was die bei mir unten gemacht haben? Sobald ich fertig bin, wirst du es verstehen. Mir ist egal, was sie dir gezeigt hat. Bitte, lass uns einfach von hier verschwinden. Oh, ich verstehe. Ja, schlaues Vögelchen. Du willst mich weglocken, um alles für dich zu haben. Das ist meine Entdeckung, nicht deine. Ich werde diese Runen mit deinem Blut verenden. Ihr müsst das aufhalten. Seht euch an, was sie mir geschenkt hat. Schon wieder kein Mana. Aber wenn die blöden Viecher nicht ständig in diesen Ausbereich laufen würden. Mutter, nein! Ihr werdet nicht nehmen, was mir gehört. Doof. Kannst du den Bereich nicht campen oder so? Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Execute. War nicht ganz execute. Mal, haut doch nicht ab. Wir rennen die ganze Zeit in diesen Ausbereich. Ah ja. Das wird ganz witzig. Alter, was machst du denn da in deiner Blase? Bereit.
Oh. Ihr habt mich beschützt. Ich will euch nicht hassen. Ich versuche es. Wirklich. Lilith wird für das bezahlen, was sie getan hat. Wir brauchen also gesegnetes Blut. Kehrt zu eurer Prava zurück. Holt euch euren Segen. Bettelt, wenn ihr müsst. Was immer nötig ist. Meine Mutter hat dieses verdammte Ritual begonnen. Ich werde es vollenden. Trefft mich im Mistralwald. Warum dort? Die Horadrim haben dort eine Schatzkammer versteckt. Sie widmete ihr Leben der Suche danach. So viel dazu. Vielleicht hilft das beim Ritual. Wenn nicht, kann ich sie wenigstens dort begraben, wo sie es gewollt hätte. Ich brauche Zeit. Es tut mir leid. Lasst mich einfach. Ja. Nicht schlechter spricht. Läuft. So. Wo mich bedient. Wir müssen jetzt erstmal zurück. Nach Kovashat wahrscheinlich, würde ich jetzt sagen. Genau. Kovashat. Weil man muss ja auch ein bisschen Müll loswerden. So. Und noch dazu. Nun dann, sichere Reise. Den ganzen Scheiß verticken. So. Mal das Heiltränkchen noch verbessern. Aha, ihr habt ein Auge für Qualität. Lass jetzt. Ich wollte irgendwas herstellen. Hier kann man Steine herstellen. Steine. Das kann ich natürlich wieder nicht herstellen, weil ich nicht genug Goldgräber habe. Bis zum nächsten Mal. So, hätten wir das. Und beim Okkultisten kann man bestimmt wieder sein Ding noch stärken. Seid ihr wohl nee, auch? Das war auch Reisende? Vorbei. Alchemisten. Beim Alchemiker. Kann ich nicht, weil ich nicht genug Pflanzen einstecken. Oh. Weil du wieder sämtliche Tränke gemacht hast mit dem Hauptkraut. Jo, hätten wir das. Ich werde hier sein. Ah. So, wir müssen. Mistralwald nach einer Reise ran. Wir sollten uns erstmal hier den Segen abholen. Und wenn wir den Segen uns abgeholt haben, dann sind wir erstmal schon durch. Dem Licht sei Dank, dass ihr hier seid. Weg nimmst. Ave Maria Santi. Ach ne, tut sofort ab. Ave Maria Sandpapier? Oh, weißt du Rock an? Ich kann deinen. Schuh sehen. Mächtigen Hammer sehen. Das, nein. Sorgt dafür, dass die Küche bereit für den morgigen Gottesdienst ist. Ja, Küche finde ich gut. Hallo. Engel über uns. Ihr seid zurückgekehrt. Die Mutter Oberin wird davon erfahren wollen. Aber sie ist in Korvalar. Sucht euren Segen dort.
Oh, voilà. Alles geschieht, wie Inarius es vorhergesagt hat. Bald wird er frei sein und aus Sanctuario entkommen, um in die Himmel zurückzukehren, wo er hingehört. Alles klar. Was ist klar? Der Rat ist nicht dicht, hat er gesagt. Und das hat er jetzt einfach so beschlossen? Ja. Alles klar. So, dementsprechend sind wir hier erstmal durch für diese Folge. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye. Cut it out.